Das ist das wahre Geheimnis, warum ich so schnell Millionär wurde. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses Finanzielle Freiheit. Wenn du diesen Kurs machst, kannst du in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Und heute sage ich dir, wie ich meine erste S-Klasse gekauft habe und warum mich diese S-Klasse reich gemacht hat. Das ist eine ganz einfache Strategie und du kannst sie auch sofort nutzen. Als ich mit 26 Jahren pleite war, habe ich mir selber ein sehr, sehr hartes Programm auferlegt. Ich habe gesehen, dass ich von nur 5 Mark am Tag lebte, damals Mark. Den Rest wollte ich sparen bzw. meine Schulden zurückzahlen nach der 50-50-Regel. Ich fuhr also ein kleines Auto. Das war so ein Ford Fiesta 1,0 Liter. Ja, ich glaube, die 1,0 steht für bewegt sich praktisch gar nicht. Und mit dieser Kiste bin ich dann 3-mal die Woche von Köln nach Frankfurt gefahren und zurück. Bergauf war die Spitzengeschwindigkeit 75 Stundenkilometer. Ich war einmal so müde, als ich mit dem Auto an so eine Leitplanke langgeschrappt bin und dabei ist der Autogriff abgefallen. Jetzt kam ich nicht mehr in das Auto rein. Ich kam zwar raus von innen, aber die Fahrertür konnte ich von außen nicht mehr öffnen. Ich musste dann immer durch die Beifahrertür reinkrabbeln. Mein Gott, war das peinlich. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich erfolgreich werden will, dann muss ich bereit sein, Dinge zu tun, die nicht erfolgreiche Menschen niemals tun würden. Ich blieb also bei meinem 5-Mark-Programm. Und ich krabbelte 7 oder 8 Monate durch die Beifahrertür in das Auto. Und die ganze Zeit habe ich mir gesagt, ich will unbedingt ein tolles Auto. Und dann habe ich einige Zeit später mehr verdient. Und ich hatte auch schon etwas gespart und ich habe dann zu meinem Coach gesagt, ich muss mir jetzt ein Auto kaufen. Das war die Zeit, als ich mir schon einen Kadett geleistet hatte, der aber auch nicht viel teurer war als so ein Ford Fiesta. Und der Kadett war so billig, weil er feuerrot war. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, halt das jetzt nicht mehr aus. Ich brauche jetzt ein neues Auto. Und das kam so. Ich war in einem Seminar als Zuhörer. Ich habe dort 2 super Typen kennengelernt, mit denen ich mich so ein bisschen angefreundet habe während des Seminars. Und mit denen zusammen bin ich dann in die Tiefgarage gegangen. Und wie der Teufel es wollte, steht doch rechts neben mir und links neben mir ein Ferrari. Ein Ferrari da, ein Ferrari da. Und der eine von meinen neuen Bekannten geht zu dem einen Ferrari, der andere geht zu dem anderen. Ich zögere etwas. Und dann bin ich schließlich auch zu meinem Opel gegangen. Ich konnte nicht einfach in der Tiefgarage stehen bleiben. Also als ich dann so bei meinem Opel ankam, sagte eine von meinen neuen Bekannten, guck mal, die Farbe stimmt schon. Und ich habe dann aus dem Auto raus sofort meinen Coach angerufen. Das war damals noch ein B-Netz, so ein Telefon, das ganz, ganz teuer war. Mein Coach sagte, hängen Sie sofort ein, aus dem Auto telefonieren ist zu teuer. Und als ich dann zu Hause war, habe ich ihn angerufen und gesagt, ich brauche jetzt ein Auto. Und da hat er mit mir einen Deal gemacht. Er hat gesagt, machen wir es so, dass wenn Sie 1 Million Cash zusammen haben, dann kaufen Sie sich Ihr Traumauto. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich wollte nicht unbedingt Millionär werden. Aber keinen Fiesta mehr fahren, keinen Opel Kadett mehr fahren, das war echt ein Ziel, was mich damals motiviert hat. Ich wollte endlich eine S-Klasse. Ich wäre damals niemals so schnell Millionär geworden, wenn ich der Versuchung nachgegeben hätte und mir dann einfach ein Auto geleast hätte oder es später auch Cash gekauft hätte, als ich es mir schon hätte leisten können. Das Versprechen aber, das ich meinem Coach und mir selber gegeben hatte, das war heilig. Das war eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, ein feierliches Versprechen, das man niemals brechen darf. Und ich hatte eben versprochen, ich fahre so lange mit dieser Schrottkiste, bis ich 1 Million zusammen habe. Das ist das wahre Geheimnis, warum ich so schnell Millionär wurde. Du kannst dich belohnen, bevor du deine Leistung gebracht hast. Aber dann wird sich in deinem Leben nichts verändern. Du hast ja die Belohnung schon, oder? Du kannst dir selber eine Verpflichtung geben und sagen, wenn ich das erreiche, dann. Das zweite ist die Gewinnerformel. Also frage ich dich, welches Versprechen kannst du dir geben? Welches heilige Abkommen kannst du mit dir selber treffen und sagen, wenn ich das erreiche, dann leiste ich mir das? Gewinner bringen zuerst ihre Leistung und sie belohnen sich anschließend. Verlierer erlauben sich etwas sofort, belohnen sich sofort und dann strengen sie sich nicht mehr richtig an.